Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ja, mir geht's aktuell nicht so gut, weil ich irgendwie versuche, mit dem ganzen Stress klarzukommen, den ich aktuell durch viele Deadlines habe. Und mein Hirn ist einfach so voll. Und auch wenn ich weiß, dass ich das alles schaffe und ich auch meinen Zeitplan bisher einhalten konnte. Naja. Ich habe Buchpost bekommen und ich wollte euch mal zeigen, was hier eingetrudelt ist. Zum einen das neue Buch von Jan Böhmermann, gefolgt von niemandem, dem du folgst, das Twitter-Tagebuch. Finde ich sehr witzig, da hat Jan Böhmermann mal seine ganzen Tweets festgehalten von 2019 bis 2020. Sieht innen drin auch echt cool aus und da bin ich mal gespannt, da reinzublättern. Dann habe ich noch Post bekommen von Römer Knauer. Ich habe aber noch nicht reingeguckt, was da drin ist. Boxhandschuh? Grausiger Fund in einem Boxsack wird zum neuen Fall für Rechtsmediziner Dr. Fred Abel. Doch seine Nachforschungen führen ihn in eine Schattenwelt, in der es weder Gefangene noch Zeugen geben darf. Seien sie auch noch so jung und unschuldig. Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner konnte dir in diesem Kuvert gerade noch einen wichtigen Hinweis verstecken. Wirst du ihn finden? Der Boxsack. Ah, was ist drin? Das ist voll gruselig. Okay, Vorgeschichte. Lübben Moritz, Morgenstunden des, eingenäht in einen Boxer, Kickbox-Studio durch den Inhaber des Studios und ein Mitglied des Studios aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt war der Tote vollständig unbekleidet und befand sich zusammengekrümmt, kopfüber im Inneren des Boxsacks, die Beine in den Knien angewinkelt. Gott. Todesart nicht natürlich. Todesursache massives Polytrauma durch länglichen Gegenstand. Oh man. Okay, und hier steht auch noch, vielleicht gelingt es ihm, dir in den nächsten Wochen nochmals genauere Informationen zukommen zu lassen. Da bin ich ja mal mega gespannt, um welchen Roman es hier geht. Sehr geil gemacht. Finde ich super. Danke drüber, Knauer. Und dann kam hier noch so eine Post. Da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Oh, das ist vom Kindle Storyteller. Ah, die Finalisten des Kindle Storyteller Awards sind des Storyteller X. Greg Walters, der Lehrling des Fälschers. Svenja Lassen, Seeluft macht Liebe. Daniela Arnold, Die Nacht gehört den Schatten. Und Storyteller X haben gewonnen Jasmin Alinagi, Unwert, Jost von Heeren, Das Schweigen der Grille und Benjamin Hanusek vom Werden durch Streiten. Total schön. Und dann wurden mir hier auch noch die Finalisten einmal alle aufgeschrieben. Finde ich super gut gemacht, damit man auch Bescheid weiß, wer da dann gewonnen hat und worum es in den Romanen geht. Dann ist hier nochmal so ein kleines Infoblatt über den Kindle Storyteller Award. Habe ich euch ja eigentlich schon echt viel drüber erzählt. Und was ist das? Ein Notizbuch. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Voll schön. Guckt euch das mal an, wie toll das innen drin aussieht. Mega. Ja, vielen, vielen Dank an Ehrlich und Anders für diese coole Post. Schaut euch doch auch super gerne mal die Finalisten genauer an, wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu erfahren. Ja, ich werde jetzt hier mal aufräumen. Es rendert gerade noch ein Video von mir und das ist für einen Kunden. Das heißt, wenn es fertig ist, werde ich das Video noch kontrollieren und ich lese jetzt auf jeden Fall noch die restlichen von meinen 100 Seiten. Ich habe heute schon angefangen, beim Arzt zu lesen. Ich hatte heute noch mal eine Untersuchung beim Orthopäden wegen meiner Blutwerte und ich habe wohl einen Vitamin D und einen Cortisonmangel und ja, da muss ich jetzt auch noch mal weiterschauen. Habe einen Termin beim Hausarzt gemacht und das geht jetzt halt auch alles wieder weiter. Oh. Hey ihr Lieben, ich habe gerade Post von WhatsApp Johnny bekommen und ich dachte, wir schauen mal zusammen rein. Ich blende euch den Link zum Shop natürlich auch hier nochmal ein. Ich durfte mir nämlich drei T-Shirts aussuchen. Bin schon ganz aufgeregt, die mir jetzt endlich mal anzugucken. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich gebe ein. Ein Last of Us T-Shirt musst du unbedingt mit Ellie und Joel. Es ist so cool. Dann dieses Sherlock T-Shirt. Ist das nicht mega geil? Ihr seht hier, das ist Unisex-Größe, die ich ausgesucht habe, weil ich das ein bisschen weitertragen wollte. Das finde ich auf jeden Fall super cool. Und das T-Shirt fühlt sich auch richtig, richtig gut an. Und ein drittes ist... wo ist oben, wo ist unten? Ist dieses Arya Stark T-Shirt. Ich liebe sie. Vala Morghulis.
Ja, die beiden sind in Unisex und das Shirt mit Ellie und Joel ist Ladies Größe, also das ist tailliert geschnitten. Die drei T-Shirts kommen jetzt erstmal in die Wäsche, weil ich das mag, wenn die frisch gewaschen sind und dann will ich die anprobieren. Also vielen, vielen Dank fürs Zusenden an WhatsApp Johnny. Hi ihr Lieben, ich habe gerade Buchpost bekommen und zwar den neuen Nick Hornby, Just Like You. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, also vielen Dank an den Kiwi Verlag. Und dann habe ich Good Night Stories for Rebel Girls, 100 Migrantinnen, die die Welt verändern, geschickt bekommen. Und da bin ich auch schon super gespannt drauf, weil es einfach wieder so toll aussieht. Ich liebe diese Rebel-Stories ja total. Also auch vielen Dank an Hansa. Ja, und generell ging ja echt viel diese Woche hier ab in meiner Community. Wir haben spontan vor 2 Tagen einen Discord-Channel eröffnet. Wow! Die Nachfrage war irgendwie so groß. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann machen wir das. Und dann hat Jenny mir das alles eingerichtet. Und wir sind jetzt mittlerweile innerhalb von 2 Tagen 60 Leute und es ist so, so, so schön. Wir können über alle möglichen Themen reden. Wir haben einen eigenen Lumos-Channel, wo wir uns gegenseitig ganz viel Liebe schicken. Es ist so, so, so cool. Ich bin einfach total happy, dass ich das gemacht habe, dass ich mich da getraut habe. Ich dachte nämlich am Anfang so, ja, aber wahrscheinlich kommen nur so 10 Leute. Ich glaube nicht, dass das Interesse doch so groß ist und es ist halt einfach explodiert. Ich habe euch auch jetzt immer unten in der Infobox den Link zum Discord-Channel reingepackt, falls ihr Lust habt, beizutreten und über Fandoms und alles Mögliche zu reden. Es ist wirklich echt einfach nur total schön. Es gibt jetzt auch endlich ein Katzen-Update. Wir haben nächste Woche Mittwoch einen Besichtigungstermin in einem Tierheim und da freue ich mich schon sehr drauf. Fahren wir mit der WG hin und dann gucken wir mal, was die uns so Schönes sagen können und vor allem, was die für Tiere halt haben. Ja, ich freue mich da einfach schon mega drauf, weil es endlich mal einen Schritt weiter geht. Und ich so nicht mehr das Gefühl habe, dass man die ganze Zeit auf der Stelle tritt halt. Bei den anderen Tierheimen gab es halt irgendwie wenig Reaktion. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal da. Und wenn wir da irgendwie nicht so zufrieden sind, dann werde ich das nächste Tierheim anrufen. Ich hatte allen halt schon eine E-Mail geschrieben, aber die meisten wollten halt, dass man sich telefonisch dann nochmal meldet. Kann ich ja auch verstehen, obwohl ich halt schon meine komplette Situation und alles geschildert hatte. Naja, jedenfalls wird jetzt erstmal nächste Woche Mittwoch, fahren wir hin und da freue ich mich schon sehr drauf. Guten Morgen, ihr Lieben, es ist Samstag. Bei uns wird jetzt gleich gefrühstückt. Ich sitze hier auf der Couch und trinke meinen Kaffee und wir bekommen gleich Besuch von Eliza Gribben und da freue ich mich sehr drauf, weil ich sie, glaube ich, das letzte Mal 2019 gesehen habe. Es ist schon ewig, ewig her, auch wenn wir alle Tage miteinander schreiben und ich freue mich einfach jetzt mega, Zeit mit dir zu verbringen. Guck mal, wer mich besuchen ist. Hallo! Hallo, wir gehen jetzt lecker Eis essen und geil, mit Django spazieren. Wow! Ich habe gerade seinen Namen gehört. Ist ein bisschen warm, Javi? Mir ist total warm. Wir sind indoor bei 28 Grad. Ich trage Stiefel, 2 Paar Strumpfhosen, ein Kleid, darunter ein Funktionsshirt, damit man keine Abdrücke sieht, diesen Plastikponcho. Meine Haare sind gekreppt und hier hinten schwitzt schon wieder alles. Ich habe so viel Make-up drauf und wir haben jetzt gerade erst den Ventilator angemacht. Und wir haben noch nicht angefangen. It's go go, not cry cry. Classy.